Ich weiß ja nicht so recht. Was haben wir hier? Ey, ist da gerade das Licht angegangen? Ist da jemand etwa drin? Mein Dex ist ziemlich schüchtern, ich werde sie irgendwie einfangen müssen, okay. Warum bloß sind Tiere schüchtern? Ich glaube, hier kann man gerade nichts weiter machen. Wir fangen mit dem Dosenöffner. Das ist keine bloße Hand. Maiskolbenkurbel. Gut. Haben wir noch irgendwo irgendwas? Nope. Zurück zur Weggabelung. Wir müssen das Ding aufschneiden. Ja, mein Dosenöffner. Ist dafür nicht geeignet. Okay. Dann gehen wir einfach mal weiter. Oh mein Gott. Sie trägt keine Schuhe. Träume ich? Spazierte ein Mädchen auf dem Dach herum? Ich muss zu diesem Haus. Gut, gehe ich mit. Was haben wir hier? Ohne ein Werkzeug bekomme ich den Draht nicht ab. Aber jetzt. Nein, so bekomme ich den Draht nicht durch. Schauen wir mal. Käfer. Endlich, das Modell steht gleich hinter der Brücke. You don't say. Die Besitzer scheinen sich keinen Deut um den ersten Eindruck zu scheren. Korn. Was für ein ulkiger Briefkasten. Der Griff fehlt auch. Wir haben aber eine Maiskolbenkurbel. Eigentlich könnte ich aber letzte Kasten nicht öffnen. So. Schauen wir mal. Oh nein, wir zerstören ihn. Liebe Frau Henderson, wir bitten wegen der verspäteten Lieferung Ihrer Bestellung um Entschuldigung. Wir hoffen, dass das Geschenk noch rechtzeitig zum Geburtstag Ihres Mannes angekommen ist und dass es ihm gefallen wird. Sollte es aufgrund der Verspätung zu Unannehmlichkeiten gekommen sein, möchte ich mich nochmals aufrichtigst bei Ihnen entschuldigen. Oh Gott. Mit freundlichen Grüßen, Mark Andrews, Sales Katalog, Kundenservice. Nett? Laut dem Datum auf dem Umschlag kam es vor fast 10 Jahren an und seitdem hat niemand die Post aus dem Kasten genommen? Mysteriös. Was haben wir hier? Das sieht mir nach einem Taschenmesser aus. Okay. Was kriegen wir damit? Ja. Ist halt nun mal kein schwarzes Taschenmesser. Aufschneiden. Wir haben jetzt ein Messer. Schauen wir mal. So. Welche Wunder werden sie uns offenbaren? Burn, oh nein, das sieht nach Pflaster aus. Schmerztabletten. Das ist genau das, was ich brauche. Das dachte ich mir auch gerade so. So, lieber Hank. Hanky Hank. Knall dich mal zu. Oh, that's much better. But with this leg, I'm still about as useful as old scrap. I thought I could try to make a splint. The stick of truth. Out of this old stick I found. Out of nowhere. But I don't have any bandages. Habe ich schon erwähnt, wie witzig die. The dispatcher always told us to call the number inside the ticket machine in case of an emergency. This seems to fit the bill. Na, lustig. Here, take this badge. Wir wurden gerade befördert zum Busfahrer des Jahres. Oder? I saw a motel sign down the road. Maybe they have
A phone. Der Busfahrer Harald. I could walk with you. Armes Tuftuff. So, Abzeichen. Das erinnert mich doch an den Ticketautomaten. Vielleicht passt es ja. Wie die Faust aufs Auge. Das ist ein komischer Ticketautomat. Der ganze Müll raus, weg damit. Das ist die Nummer. 247-2584. Okay. Ein Das ist ein Seiten. Ne, ist auch egal. Kommen wir hier nochmal irgendwo ran? Haben wir hier noch irgendwo was? Falls ich mich damit doch noch so dich vorlassen. Gut, dann eben nicht. Wird das halt kein einstellendes Erlebnis. So. Hanky Panky. Kneifzange. Und noch. Gut. Können wir hier irgendwas an dem Dings machen? Also wir kneifen jetzt die Buchstaben ab. Was war denn eine Stunde? Naja. Langweilig. Back to work. Dafür, dass wir so eine verrostete, uralte Kneifzange haben. Das Tor ist offen. Ach ja, hatten wir schon. Haben wir noch irgendwo was? Nicht zurück. Nach vorne, nicht zurück. Dann schauen wir mal. Bam, badam, bam. Das ist doch das Mädchen, das ich auf dem Dach gesehen habe. Ich fühle mich wie so ein Paparazzo. Nur Fotos machen. Ich könnte schwören, dass ich dasselbe Mädchen im Fenster des Speichers gesehen habe. Und es sei denn, ich habe mir doch einen Sonnenstich eingefangen. Das gleiche Mädchen spazierte auf dem Dach des Hauses herum. Also müssen hier noch irgendwo die Bewohner sein. Ich muss sie finden, damit ich um Hilfe bitten kann. Ich dachte, ich habe hier schon zigtausend Fotos gemacht. Haben wir schon gesehen, Hanky Tanky. So, die Karte. Schauen wir mal. Du befindest dich hier. Wir sind ein Kronkorken. Cool. Aufgabe verfügbar. Die Notizen werden mir dabei helfen, die Übersicht nicht zu verlieren. Gut. Sieht nicht so aus, als wollte mich da unten vorbeilassen. Süßer Wavi. Wer ist der gute Junge? Wer ist der gute Junge? Ja, du bestimmt nicht. So, haben wir hier Schönes. Das sieht sehr interessant aus. Eine Münze. Wie kriege ich die da raus? Gibt es hier keinen Rückgabeschalter? Super, die Zapfsäule sieht aus wie nach einer Explosion. Aber die Glasscheibe ist natürlich noch intakt. Ja, das, Ups. Sieht aus, als sei ich nicht die Erste, die versucht, an die Münze zu kommen. Die Erste? Oh mein Gott. Ich bin im falschen Körper geboren. Nee, falsch, meinte. Ja. Hof des Motels. Haben wir jetzt hier irgendwo irgendwas? Nö. Money, money. So, ich habe einen Dollar gefunden. Was haben wir hier? Vacancy. Cool, vollkommene Zimmer. Haben wir noch irgendwo was? Da komme ich auf keinen Fall durch. Ja. Yeah. Bisschen WD-40 drauf und dann haben wir auch wieder mehr Besucher. Schauen wir mal. Omaka. Omaka? Das ist vielleicht der Ort, in dem wir... Dollar. Dollar, Dollar. Wir wollen jetzt immer Dollar. Jo, was ist das hier? Das sieht irgendwie... Was? Ein Tauchsieder. Ich frag besser nicht nach. Ist auch ein cooler Magnet. Oh mein Gott.
Finde mich. Was? Was war das? Zeige dich! Abgeschlossener Kühlschrank. Seltsam. Finde mich aber. Wer bist du? Vielleicht werden wir es niemals erfahren. Na. Weil es so schön war. Was haben wir hier? Da will jemand unbedingt verhindern, dass ein anderer durch diese Falltür kommt. Ja, also wenn ich mir die Konstruktion so ansehe, hat er auch schon mal bessere Tage erlebt. So. Was haben wir hier Schönes? Cash Money Money. Cash Money Money. Das klingt, als wäre da eine Münze drin. Wie bekomme ich die Dose raus? Wie bekomme ich die aus der Dose raus? Doch, nehmen wir mal einen Dosenöffner. Ich bin begeistert. Was haben wir hier? 5 Cent. Ne. 1 von 3. Gut zu wissen. Eine Taschenlampe. Da fehlt die Glühbirne. Was auch sonst. Zahnschloss. Ich bin kein Panzerknacker und die Kombination wird das nichts. Ergibt Sinn. Durchaus. So. Was haben wir? Das Telefon. 15 Cent. Wir haben jetzt 10 Cent. Das ist natürlich keine Freizeit. Ich muss also tatsächlich blechen. Wir könnten ja 911. Naja. Nicht mal der Notruf? Ernsthaft? Gut. Dann wollen wir auch noch weitere 5 Cent finden. Nichts passiert. Ein wunderbarer Aufenthalt. Vielen Dank an Herr und Frau Henderson für ihre großartige Gastfreundlichkeit. Ja, davon merkt man nicht viel, aber in dem Gästebuch steht nicht gerade viel. Ob die Gäste plötzlich alle abgereist sind? 59. Hui, eine Sonne. Ich wollte doch jetzt noch gucken. Scheint schon länger niemand mehr abgestiegen zu sein. Kann ich verstehen. Oh mein Gott. Propagandafunk. Naja, fast. Es ist nämlich aber tatsächlich an diesen einen Radiosender aus Fallout 3. Jetzt, also nicht Galaxy News Radio, wie hieß der andere? Ein Patriotensender, der jetzt einen Tag nur irgendwelches. Hier brauche ich einen speziellen Schlüssel. Wir haben ein Messer, wir brauchen keinen Schlüssel. Oder auch nicht. Keiner da. Ja. Hier noch. Statisches Rauschen. Noch mehr statisches Rauschen. Hätte das gedacht? Statisches Rauschen. Ich glaube, wir sind hier nicht erwünscht. Haben wir noch irgendwas? Der Laden hier sieht aus. Da war doch noch eine Münze in der Zapfsäule, oder? Gehe ich hier raus? Wir haben noch einen Magneten. Das könnte, glaube ich, muss bloß einen Haken finden. Das Glas zu zerbrechen. Ja, natürlich. Wir brauchen einen Haken. Ich glaube, das ist der Haken an der Sache. Könnten wir denn jetzt noch Schönes machen, die Sonne? Ach, es wäre zu einfach. Dann gehen wir mal zurück zum. Stimmt, das Spiel. Das könnte sogar passen mit der Sonne. Magic. Ladies and Gentlemen. Gut, was müssen wir jetzt hier machen? Die Hühner haben sicher Hunger. Mais. Auch nicht. Ah. Das passt hier.
Die Mühle dreht sich.